Das Wifi-Lernmodell Lena steht für lebendiges und nachhaltiges Lernen. Hierbei handelt es sich um ein kompetenzorientiertes Lernverständnis. Die Lernenden, ihre Lernprozesse und vor allem die Stärkung ihrer Selbstlernkompetenz rücken in den Mittelpunkt. Trainer und Trainerinnen begleiten dabei die Lernenden mit Hilfe einer großen Auswahl an Lernmethoden, die gut miteinander kombinierbar sind. Einige davon werden im Folgenden kurz vorgestellt. Die Methode Jobkarten eignet sich als kreative Art der Vorstellungsrunde. Die Teilnehmenden suchen sich jeweils eine Moderationskarte mit einem Job aus und stellen sich anhand dieses Begriffes vor. Im weiteren Verlauf des Seminars übernehmen sie zu diesen Jobs passende Aufgaben. Die Quadratmethode dient dazu, sich in unterschiedlichen Rollen oder zu unterschiedlichen Standpunkten wahrzunehmen und diese für sich selbst zu gewichten. Die Teilnehmenden reihen 4 Standpunkte jeweils für sich und diskutieren diese Standpunkte untereinander. Die Worst-Case-Methode ist eine Kreativitätstechnik und eine Form des Brainstormings. Für eine Problemstellung wird zunächst ein Worst-Case-Szenario entworfen. Durch eine Umkehrung ins Positive entsteht dann eine Liste mit Lösungen für die Problemstellung. Die 1-2-3-Methode wirkt aktivierend. Abwechselnd zählen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei bis 3 und ersetzen die Zahlen nach und nach durch beliebige Bewegungen. Die ABC-Methode eignet sich zur Erarbeitung von Inhalten. Die Teilnehmenden suchen zu einem Thema jeweils einen Begriff für jeden Buchstaben des Alphabets. Anschließend werden die Begriffe in der Gruppe diskutiert und am Ende präsentiert. Das Brain Race ist eine Methode zum Aktivieren und zum Festigen von Inhalten und ist gut mit der ABC-Methode kombinierbar. Es ist eine Art Staffellauf, in der die einzelnen Gruppen versuchen, so viele Begriffe wie möglich zu einem bestimmten Thema zu finden. Die Blitzlichtmethode dient zum raschen Einfangen eines Stimmungsbildes oder für Feedback aller Teilnehmenden in einer Trainingssituation. Die Teilnehmenden äußern sich kurz zu einer Fragestellung, ohne dass dies von anderen kommentiert wird. Die Würfelspielmethode eignet sich zum Erarbeiten von Inhalten. Dabei werden 6 Problembereiche und 6 Fragen zu den Problembereichen definiert. Die Teilnehmenden ermitteln durch Würfeln zufällige Kombinationen aus Frage und Problembereich, über die sie dann sprechen. Das Stimmungsbarometer dient dem raschen Einfangen eines Stimmungsbildes aller Teilnehmenden in einer Trainingssituation. Die Teilnehmenden stellen bei dieser Methode ihre persönliche Stimmung durch Einzeichnen auf einem Barometer dar. Es ist nicht die Methode alleine, die es ausmacht, jedoch helfen die richtige Methodenwahl, der entsprechende Einsatz und die Haltung des Trainers oder der Trainerin dabei, Lernende vom Wissen zum Können zu bringen. So steht das Wifi-Lernmodell Lena für kompetenzorientiertes Lernen. Kompetenzorientiertes Lernen, was bedeutet es? Nicht nur Dinge zu wissen, die Fertigkeiten dazu zu haben, sondern auch wirklich handeln zu können. Und demzufolge bietet das Wifi Niederösterreich für seine Trainer und Trainerinnen ein eigenes Trainer-Aus- und Weiterbildungsprogramm an, weil wir ganz nach der Prämisse arbeiten, wer andere weiterbildet, darf das auch gerne für sich selbst tun. Das Wifi-Lernmodell Lena bringt uns natürlich Nachhaltigkeit bei den Kunden und damit auch verbunden Nachhaltigkeit für die Organisation. Denn letztendlich sind zufriedene Kunden, die sehr viel mitnehmen können, auch die Kunden, die wiederkommen und die Kunden, die das Wifi letztendlich auch weiterempfehlen.